Dieses Cut S31 wurde echt übel zugerichtet. Wie ist das passiert? Nach dem, was mein Kunde hier schreibt, ist das Gerät in eine Getreideannahme gefallen, wurde dann von der Getreideschnecke weiter transportiert und kam am Ende im Kettenelevator zum Liegen und daraus wurde es geborgen. Was das genau ist, keine Ahnung. Ich weiß aber, das Gerät sieht wirklich übel aus und der Kunde bittet mich darum, die Daten zu retten und er hat sogar eine Kostenfreigabe bis 500 Euro erteilt. So teuer wird es aber hoffentlich nicht. Das finden wir aber jetzt raus. Da ich bei diesem Cut S31 keine Möglichkeit hatte, neue Originalteile zu besorgen, habe ich mir hier sehr gut erhaltene Gebrauchteile besorgt. Da haben wir zum einen das Display, inklusive den umlaufenden Rahmen und den hinteren Deckel. Das alles werden wir brauchen, um allein die Beschädigung am äußeren Bereich des Geräts beseitigen zu können. Aber im Inneren noch mehr fehlt, das werden wir jetzt erst herausfinden, nachdem ich das Gerät mal geöffnet habe. An Staub mangelt es im Gerät auch nicht, da ist nur der ganze Bauernhof anscheinend mit drin. Alle Bauteile, die ich jetzt ausbauen werde, lege ich mir hier sortiert zur Seite hin. Die Hauptplatine selbst, auf der auch die Daten gespeichert sind, ist auch leicht beschädigt. Zum einen ist das ganze Board etwas gebogen und im unteren Bereich ist mir aufgefallen, da sind mehrere Antennenanschlüsse schon abgebrochen und auch das Kabel zum Lautsprecher ist abgerissen. Ob wir die Daten noch retten können, sehen wir gleich, wenn wir das Ganze wieder in das neue Display einbauen. Ob eine Hauptplatine so krumm ist wie diese noch funktioniert, das finden wir jetzt heraus. Was passiert, nachdem wir das Gerät jetzt mal einschalten, nachdem ich es repariert habe? Es kommt wirklich eine Anzeige. Hoffentlich fährt das Gerät jetzt hoch. Dann haben wir nämlich die Daten gerettet und das auch viel günstiger wie die 500 Euro, die der Kunde ausgeben will. Ich habe ja schließlich nur Gebrauchteile verwendet, um ihm die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Das Cut S31 lässt sich tatsächlich wieder ganz normal bedienen. Zeigen kann ich es euch jetzt leider nicht, weil hier ein Bild vom Kunden drauf ist. Aber die Daten sind jedenfalls gerettet und das auch deutlich günstiger wie die 500 Euro, die der Kunde ausgeben will. Da werde ich jetzt gleich den Kunden informieren und er freut sich hoffentlich, dass die Datenrettung erfolgreich war. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann!